Sag Ja zum Papst. Grüß Gott, Katholi. Hallo, Dr. Schmidt. Wie geht's? Ich bin ganz verwirrt. Die Welt ist so kompliziert und man muss so viele eigene Entscheidungen treffen. Gibt es nicht jemanden, der mir einfach immer den rechten Weg weisen kann? Aber sicher, Dr. Schmidt. Den Papst. Das Praktische am Papst ist nämlich, er ist unfehlbar. Deshalb gibt's auch nichts an ihm zu kritisieren. Und kein anderer kriegt zum Geburtstag so viele neue Kleider wie der Papst. Die sehen aber alle toll aus. Das hier würde sicher meiner Frau auch gefallen. Aber sag mal, Katholi, warum ist der Papst nur gegen die Evolutionslehre? Ich bitte dich, Dr. Schmidt, du stammst doch nicht von so einem Menschenaffen ab. Nein, das wäre wirklich abwegig. Aber sag mal, Katholi, warum ist der Papst eigentlich gegen Kondome? Die schützen doch schließlich vor AIDS. Naja, dann sterben halt ein paar Sünder in Afrika daran. Aber das gleicht sich aus. Bedenke, wie viele Kinder geboren werden, wenn nicht verhütet werden darf. Und einige davon haben nicht mal AIDS. Ja, verstehe. Aber Katholi, geht die kirchliche Unterdrückung von Frauen und die Ächtung von Homosexualität nicht gegen das Prinzip der Nächstenliebe? Guck mal, was ich kann. Jetzt sind meine Zweifel ausgeräumt. Und gibt es einen besseren Tag, um der katholischen Kirche beizutreten, als heute am Geburtstag des Heiligen Vaters? Kuchen! Du, sag mal, hast du eigentlich noch einen jüngeren Bruder? Tschüss! Ach, übrigens, und das Beste am Papst ist, dass er mit seinen Augen Laserstrahlen auf Ungläubige abfeuern kann. Aber das bleibt unter uns.